Okay, geht los. Sag nicht klar. Also im politischen Bereich nicht so, aber ja, was von unserem Club aus organisiert wird, dort sind wir schon dabei. Also ich persönlich, ja. Bei mir ist es dann das Gleiche, nicht im politischen Bereich, aber eher in der Kirchenjugend, dort die ganzen Organisationen zu übernehmen. Ich bin in der EWTO, das ist ein Wing Chun-Verein, also eine Kampfsportart, und dort gehe ich dreimal die Woche hin und dann mache ich noch dreimal die Woche Breakdance. Ja, also ich engagiere mich sehr im Bereich Breakdance, klar, ich mache das seit Jahren. Ich habe nicht ganz im Steinhaus damals angefangen. Also ich tue mich für meine Klasse und für die Schule engagieren, indem ich Klassensprecher bin. Ich gehe klettern, spiele Fußball und gehe zur Jugendfeuerwehr. Ich fahre gerne Fahrrad und gehe in die Jugendfeuerwehr. Ich engagiere mich für Stuntscooterfahren und Fußball. 24-Stunden-Aktionen halt gemacht werden. Gerade in der Gemeinde ist bei mir hauptsächlich die Feuerwehr. Ich helfe Tieren in meiner Umgebung, die verletzt sind und Hilfe brauchen. Ich spende ab und zu mal ein bisschen Geld für Menschen, die in anderen Ländern ärmer sind. In der Jugendfeuerwehr. Beim Fußball. Auch Jugendfeuerwehr. In Fußball, da gehe ich in die Fußball-AG. Also ich gehe in der Schule beim GDA in Fußball und am Mittwoch immer von 4 bis 6, also im Steinhaus, Breakdance-Training. In Tanzen und in der Jugendfeuerwehr. Ja, im Fußballverein bei SV 1836 Super. Also meine Leidenschaft ist Fußball und ich spiele auch im Verein SV 1890 Supra. Also ja, das ist ja engagiert, was ich bei der Schwatterjob, wo ich ja schon jetzt Herbst geritschen. Das Jahr, wo brauchen wir nicht engagiert, wo brauchen wir nicht im Klub? Hi, jo, morgens im Klub. Das ist eine gegen Aktie, so nicht der Joach, Drauer, Rubatsch, aber das ist eine gegen Hulke Projekt, Mama, aber nicht der. Ha, stösch, ja, Kojenski wollte nach Stürach nicken, jetzt mit der Wonio Woberi, hat am so gut schien, ha, leider haben die Jatzere, also nur Luigi, der dumme Schino. Ich engagiere mich für den Radsport, den Tennissport und das Klavierspielen. Ich arrangiere mich in meiner Gemeinde, weil ich zu der Gemeinde Kleinwelka gehöre, also in der Kirche. Also ich engagiere mich im Sportverein in Neschwitz und auch in der Kirche. Ja, ich bin bei der Jugendfeuerwehr. Und ich bin im Schützenverein. Poprom so dann am Dere Jo, muss schon Mamo. Genau, Jara, der war Wessner, neust du? Gisotte Jara, wo. Wo nach Stara, das ist nicht ein Problem, wir Klube machen, aber nicht da. Also ich muss sagen, es wird immer weniger, dass der Jugend was geboten wird, quasi mit Feiern, Festen, Veranstaltungen. Man schmeißt im deutschen Staat Gelder raus für irgendwas, was eigentlich nie gebraucht wird oder sinnlose Sachen eigentlich. Warum sagt man dann nicht einfach mal, man tut mal die Jugend ein bisschen unterstützen? Ich bin auf dem Dorf groß geworden und mir ist aufgefallen, dass es halt alles, was an Aktionen noch für Jugendliche oder Kinder ist oder wenn man fest ist, man muss immer ewig weit fahren. Man muss mal gucken, wie man hinkommt und dann hat niemand Zeit, dich hin zu kutschieren und dann ist halt furchtbar. Das ist alles immer in großen Städten, da wird auch viel gemacht, aber für uns auf dem Dorf, so dass die Kinder auch vom Dorf mal irgendwo hinkommen, ist halt, da wird nicht drauf geachtet. Dass wir vielleicht zum Beispiel einen Führerschein eher machen könnten, damit wir auch uns, also damit wir selber schneller zur Schule kommen und uns auch nie an die Buspläne oder so halten müssen. Diese ganzen Schulschließungen bei uns drumherum. Dass es mehr Schulen gibt für die Kinder. Ich finde es schlecht halt, dass die Jugend irgendwo so eine Abneigung gegen Arbeit und Schule hat und diese Diskriminierung gegen den Ausländern gegenüber. Also ich würde mich dafür einsetzen, dass unser Schulhof verschönert wird,
dass wir mehr Spielgeräte draußen haben und mehr Sitzmöglichkeiten und dass keine Langeweile dann in der Pause aufkommt. Also den Spielplatz hier so, weil mir fehlt langsam hier der Spielplatz anstatt nur der Sportplatz. Also was mir konkret fehlt, sind halt mehr Spielplätze. Ich möchte, dass es in Gotha einen Spielplatz gibt. Was fehlt uns noch in Deutschland? Uns fehlen viel mehr Breakdancer in Bautzen. Also wir sind gerade unten dabei, so ein paar kleine Setzlinge groß zu ziehen, hoffen, dass das aber demnächst noch mehr wird. Und was fehlt uns noch? Uns fehlt immer Geld. Im Osten fehlt uns immer Geld. Wir haben immer ganz wenig Geld. Die Jungs können das besser beurteilen als ich. Die kriegen weniger Taschengeld. Ich muss mein Geld selber verdienen. Das ist für uns beide als Gruppen schwierig. Uns fehlt Geld im Osten. Ja, das ist gemeindemäßig und vielleicht auch vom Landkreis mäßig mehr für erstmal für die Jugend sowieso getan wird, aber auch versucht wird, große Firmen dazu animieren, zu sagen, hier, es ist ein guter Standort, hier kann investiert werden. Also mich stört im Allgemeinen, dass es immer noch diesen ganz großen Unterschied gibt zwischen West- und Ostdeutschland. Dass immer noch diese große Lücke ist, es fängt beim Gehalt an und hört dann auch im ganzen Lebensstandard dann auf, dass die Spalte immer noch so groß ist. Wenn ich gegen die Pfeife so brauche, Lujok, ich jure ja zu gehen, weil Remis nicht so, so der schon meine Sassuja. Im Allgemeinen finde ich schlecht, dass immer die Meinung des Volkes in der Politik nicht so schnell durchgesetzt wird. Also es braucht mal ewig, bis irgendwelche Rechte stehen oder neue Erneuerungen. Also ich finde, es gibt viel zu viele Gesetze in Deutschland und dass alles, was eigentlich Spaß macht, so verboten ist. Und dass man das dann eben andersweitig ändern könnte. Also, dass in der Durchschnitt ist wohl das Braunische Jüwe. Also, das Braunische hat Probleme, Rosrisheuer. Das ist der Tscheche, dann hat der Schlacke Durchschnitt aus dem Morsch, Rosjela. Das ist der Srische Morsch, der nicht hat der Jüwe, hat der Nierjüwe. Das ist der Bart, Ludjo, das ist der Worte da, Gussiatze. Also, das zu der Durchschnitt, die Nasswitsche, wohl das Braunische her. Hat. Es fehlt eigentlich so ein bisschen an dieser Ausländerpolitik, die gerade total, also diese Asylpolitik, ne? Die fehlt mir komplett auch, weil es gibt viele Leute, die wandern hier ein und sind dann Jahre hier und wissen gar nicht so richtig, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, weil das überhaupt nicht funktioniert. Also da müsste die Politik mal ein bisschen beschleunigt werden, glaube ich. Was fehlt dir? Also mich nervt es halt, dass in der Schule und sonst wo, also eigentlich in ganz Bautzen, immer irgendwelche homophoben oder sexistischen, antisemitischen Äußerungen als normal angesehen werden. Ja, und das nervt mich einfach, dass die Menschen da so unaufgeklärt sind und sich darüber lustig machen, Witze reißen. Also ich finde es schlecht, dass Kinder dauernd von Eltern vernachlässigt werden. Also ich wünsche, dass es mehr Laubbäume und eben mehr Natur hier gibt. Dass die Autos nicht so schnell fahren. Dass nicht so viele Unfälle passieren.